Wir dürfen Gott nicht wie ein Kaninchen behandeln. Im Pfarrgarten gab es auf einmal eine Kaninchenplage. Ganz viele von diesen kleinen Tierchen lieferten sich mit dem Küster, der den Garten pflegte, einen Machtkampf. Die Tiere wollten alle Blumen wegfressen, Ratzputz, und der Küster wollte das auf gar keinen Fall. Also baut der findige Küster eine Falle, einen umgedrehten Aldi-Einkaufswagen, darin ein bisschen leckeres Futter, und sobald ein Kaninchen an dem Futter naschte, schlug die Falle zu. Sehr liebevoll nahm der Küster dann jedes Tier mit ins Auto, transportierte es weit weg in einen öffentlichen Park und ließ es da wieder laufen. Hauptsache, es stört mich nicht mehr. Wir dürfen Gott nicht wie ein Kaninchen behandeln, dass wir ihn mit ein bisschen Frömmigkeit anlocken und wenn er dann in unser Leben auftaucht, ihn einsperren und möglichst weit weg aus unserem Alltag transportieren, damit er uns nicht mehr stört und wir in Ruhe tun können, was wir wollen. Jesus hat sowas manchmal erlebt, dass die Menschen ihm eine Falle stellen wollten. Beten wir im Nachtgebet darum, dass wir die Unverfügbarkeit Gottes aushalten und dass wir bereit sind, ihn in unserem Leben wirken zu lassen, auch wenn das manche schöne Gewohnheit vielleicht ein bisschen anknabbert. 22 Uhr, domradio.de, im Nachtgebet, dein Weihbischof Ansgar.